Es wird auch mal wieder Zeit, dass ich wieder unter die Hantel gehe. Heute habe ich mir felsenfest vorgenommen, mach wieder Bankdrücken. Und ihr seht, ich habe hier schon aufgebaut. Ich gehe jetzt gleich ins Warm-up rein, werde dann die einzelnen Sätze, die ich heute mache, hier aufzeichnen und euch somit zeigen. Ja, mal sehen, kommen noch vielleicht noch die Schulter mit rein und ein bisschen Trizeps. Und dann dürfte es auch für heute wieder mal reichen. Ja, ich habe es lange Zeit schleifen lassen, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber wie gesagt, es hatte auch seine Gründe gehabt. Gut, Leute, kurz gelabert. Ich gehe jetzt rein ins Warm-up. Viel Spaß euch. Heutiger Bankdrückplan. Ihr seht hier, es ging bis 105 Kilo hoch und zum Schluss Arnold Press. Los ging es erstmal mit der Brustscheibe, das verwende ich ja des Öfteren fürs Warm-up und dann folgen auch die Liegestütze auf der Bank und nach 3 Minuten geht es weiter mit den Brustscheiben und mit den Liegestützen. Dann bin ich soweit fürs Bankdrücken. Ich starte heute mit 50 Kilo und weiter ging es dann mit 70 Kilo, die ich dann in der Pause aufgesteckt hatte. Und naja, das war recht angenehm, doch ein bisschen schwer, aber nach so einer langen Zeit ist es ja klar, dass das halt nicht so von der Hand rutscht. Weiter ging es mit 90 und da habe ich ja die 2 Sätze gemacht. Das war ein gutes Feeling. Nun, da habe ich eben schon gemerkt, da kannst du heute mehr drücken. Also habe ich mich dann so auf 105 Kilo eingepegelt, schon mal im Kopf bei den 90, die ich da gedrückt habe. Und so war es dann auch. Nach der Pause kam dann die 105 Kilo dran. Ist ein neuer persönlicher Rekord nach meiner Schulter-OP. Und ja, es sieht gut aus, es lief auch gut und das ist ja entscheidend. Natürlich war es etwas schwer gewesen, nach so einer langen Drückpause wieder hier so eine Last zu bewegen. Mich hat letztens einer mal angeschrieben und hat mir vorgehalten, ich müsste aus meinem Kanal viel mehr rausholen, viel mehr reinstecken. Und die Abonnenten, die müssten in die Höhe schießen. Und ich müsste auch mehr Werbung machen für Sportsachen, für Geräte, für Eiweiß und so weiter und so fort. Und da habe ich denen nur geantwortet, warum, für wen und wieso. Für meine 150 Abonnenten sehe ich gar keinen Sinn. In meinen Videos geht es nur darum, wie ich trainiere, nach meinen Plänen, die ich habe. Und welche Höhen und Tiefen ich durchgemacht habe, wie ich was erreicht habe und wie dann halt die Wettkämpfe so waren. Mehr ist das nicht. Ich will in dem Sinne nicht weltberühmt werden, ein Multimedia-Star werden, wie auch immer. Das ist absoluter Bullshit. Und alle Videos, die ich hier im Keller oder damals im Studio bzw. im Club aufnehme, das ist entweder mit dem Handy oder mit meiner kleinen Panasonic-Kamera. Da ist kein Filmstudio dahinter. Hier gibt es auch kein Drehbuch. Hier gibt es auch niemanden, der sagt, das musst du jetzt machen und das musst du jetzt sagen und das ist jetzt wichtig. Nein, das entscheide alles ich. Wenn das Video bei den Leuten gut ankommt, dann ist es gut gewesen. Und wenn das Video schlecht angekommen ist, dann ist es schlecht gewesen. Es ist aber immer noch mein Training und ich bestimme darüber, wie und was gezeigt wird und was nicht. Und weiter meinte er, ich müsste meine Abonnentenzahl ins Unerreichbare hochdrehen und man müsste ja auch an den finanziellen Erfolg sehen. Warum? Ich mache seit 30 Jahren Powerlifting und an keinen einzigen Tag habe ich je gedacht, mit dem Sport Geld zu verdienen. Das kannst du 2000 Kilometer östlich machen. Das würde funktionieren, aber nicht hier in Deutschland. Und das ist immer nach wie vor ein Hobby. Und wenn ich morgen der Meinung bin, das war es gewesen, dann war es auch gewesen. Und wird zwar aber nicht eintreten, aber so ist es nun mal. Und ich investiere nach wie vor noch in den Sport. Das geht über die Lebensmittel, über die Technik, über
Wettkampfvorbereitung, das kostet alles Zeit und Geld und Nerven und das muss durchgeplant werden und das läuft nicht so einfach ab im Schnürchen wie bei den Superstars und all den YouTube-Athleten, die hier auf der kommerziellen Schiene fahren. Das ist mein Hobby. Ich zeige den Leuten auf, wie ich trainiere unter meinen Umständen, mit meinen Fehlern, mit meinen Erfolgen, mit all den Hoch- und Tiefs. Und das ist auch gut so. Ich will kein Weltstar werden, ich will einfach nur der Uwe bleiben. So einfach ist das. Hat den Anschreiber zwar nicht so gefallen, aber damit muss er eben leben. Und wenn ich morgen zwei Abonnenten mehr oder weniger habe, dann ist es so. Und wenn 10 Leute denken, das ist der Kanal, den abonniere ich jetzt, dann sollen sie das so denken. Ich brauche niemanden, der jetzt sagt, oh, jetzt muss aber hier und so weiter und das ist es und das ist es. Nö. Mein Training, mein Sport, mein Kanal und hier wird eine ganz ruhige Schiene gefahren. So einfach ist das. Das muss doch alles mal gesagt werden. Und nun weiter hier im Training. Mein letzter Satz mit den 105 Kilo. Na, da musste ich schon ein bisschen arbeiten, aber das war nur ein bisschen arbeiten. Mehr war das auch nicht gewesen. Ich habe dann eine längere Pause gemacht, umgesteckt und mich auf die 80 Kilo konzentriert als Abwärmsätze. Und nach diesen zwei Sätzen war dann wieder eine längere Pause angesagt. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier da rumstehe. Meistens räume ich ja noch ein bisschen im Keller auf. Und dann bin ich zum Arnold Press übergegangen. Und danach war mein Training zu Ende. In meiner Küche habe ich heute ein einfaches Nudelgericht gekocht. Und während ich unter der Dusche stand, haben die Nudeln sich alleine fertig gemacht. Und das Hähnchenfleisch brutzelte in der Pfanne rum. Und der ganze Zeitaufwand, der hat ungefähr 30 Minuten gedauert. Und ich fand, dass dieses Gericht genügend Eiweiß und Energie in sich trägt. Und das ist ja genau das Richtige nach so einem Training, wie ich es hier euch heute gezeigt habe.